Kennen Sie das? Hatten Sie schon mal ein Projekt, bei dem Ihr Kunde, intern oder extern, ständig die Projektziele geändert hat? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Das Beispiel: ständige Zielveränderungen oder Moving Targets. Die Ausgangssituation. Mein Coaching-Kunde war Projektleiter bei einem großen Unternehmen und hatte die Aufgabe, eine neue Lösung bestehend aus Hardware und Software zu beschaffen, anzupassen und dann auszurollen. Und das beinhaltete natürlich bei der Beschaffung auch die Lieferantenauswahl. Die Herausforderung, die sich langsam herausstellte, war, dass in den Lenkungsausschuss-Meetings die Ziele für das Projekt im Kleinen sowie im Großen ständig verändert worden sind. Viel schlimmer für den Projektleiter mit der Zeit wurde die Situation im Projektteam. Denn hier wurde das Team mehr und mehr mürbe. Denn Entscheidungen haben gefehlt, Richtungen haben sich geändert und die Frustration ging langsam aber stetig nach oben. Und genau das war der Startpunkt für meinen Einsatz, wo ich den Projektleiter mit den 3 Schritten unterstützt habe. Der erste Schritt: Erkennen von Symptomen. Ich werde Ihnen 3 Symptome nennen, die wir in dem Projekt gefunden haben. Natürlich gab es wesentlich mehr Symptome, die benötigen Sie auch, um dann im zweiten Schritt bei der Ursachenanalyse sukzessive und sehr klar auf die Ursache zu kommen. Das erste Symptom. Am Anfang war die Lieferantenauswahl im Projekt natürlich der große Punkt und hier hat man eine Entscheidungsmatrix basierend auf Referenzkunden, Informationsgesprächen, technischen Anleitungen und so weiter erstellt. Und es hat sich ganz klar herausgestellt, dass ein Lieferant von diesen 5 zu bevorzugen ist. Bei dem Lenkungsausschuss in dem Meeting, wo diese Entscheidung anstand, gab es eine große Überraschung. Der Lenkungsausschuss hat nicht für Lieferant 1 entschieden, sondern hat entschieden, er möchte eine Teststellung haben, einen kompletten Testaufbau im Unternehmen von diesem Lieferanten und, Überraschung, auch von Lieferant Nummer 2. Zeitlich hat man aber die Ziele nicht angepasst und das hat man ganz klar dem Projektleiter auch gesagt. Das zweite Symptom. Für den Testaufbau hat man sich natürlich dann richtig ins Zeug legen müssen und das war sehr, sehr viel Druck, das habe ich dann auch mitbekommen, ganz klar. Und hier gab es dann kurz vor Fertigstellung des Testaufbaus hat das Steering Committee das untersagt. Symptom Nummer 3. Hier nehme ich ein anderes Beispiel, einfach aus ethischen oder aus Diskretion natürlich auch. Stellen Sie sich einfach vor, Sie müssen einen Meetingraum für den Vorstand einrichten. Und genau da gibt es natürlich auch Stühle. Und genau da musste der Lenkungsausschuss, die Mitglieder des Lenkungsausschusses, eine Entscheidung treffen. Auch hier gab es keine Entscheidung vom Steering Committee, obwohl die Stühle, die in der engeren Auswahl waren, auch zum Probesitzen, kuschelig, einfach schon mal beschafft worden sind und man konnte Probesitzen. Und genau, Sie sehen es schon auf meinem Bild, Ziel war, den Lenkungsausschuss in die Situation zu bekommen, dass er mit dem Projekt mitzieht und nicht wie bis dato über neue Ziele ständig, man hat wirklich das Gefühl gehabt, fast gegen das Projekt arbeitet, weil man eben ständig für das Projektteam irgendwelche Schlangenlinien gefahren ist, irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, zurückgenommen hat, Ziele modifiziert hat. Das konnte so nicht weitergehen. Ziel des Schritt 2 der Ursachenanalyse ist herauszufinden, zu verstehen, warum die Mitglieder des Lenkungsausschusses genau diese Entscheidungen getroffen haben. Sie haben einen Grund, warum es aus ihrer Sicht wichtig und notwendig ist, diese
für uns Moving Targets, diese neuen Ziele erreicht zu sehen. Und nachdem bei der Ursachenanalyse wir die Checkliste meiner Vorgehensweise durchgegangen sind, haben wir einen großen Bruchstrich gezogen und drunter stand aus unserer Sicht die Ursache, warum die Situation so ist. Die Situation war, die Mitglieder des Lenkungsausschusses hatten Angst, Fehlentscheidungen zu treffen. Ja, Sie hören richtig. Sie hatten Angst, Fehlentscheidungen zu treffen, für die sie später bestraft werden hätten können. Und genau hier müssen wir eine Lösung finden. Und genau bei der Lösungsfindung, Schritt 3, das ist wieder eine methodische Vorgehensweise, die ich in jedem Projekt einsetzen kann, ist aber eines sehr, sehr wichtig zu beachten. Die Lösung, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, die ist natürlich abhängig zu den Menschen in diesem Projekt, dem Projekt, das es hier gegeben hat im Unternehmen, dem Unternehmen selber und natürlich auch der Unternehmenskultur, die in diesem Unternehmen oder in den Bereichen dieses großen Unternehmens anzutreffen war. Das heißt, Sie können die Lösung, die ich hier habe, nicht einfach auf andere Projekte, auf andere Situationen übernehmen. Das funktioniert nicht. Eine Ursachenanalyse ist immer zwingend notwendig und ist, wie gesagt, das Ergebnis kann für Projekt zu Projekt unterschiedlich sein. Die Lösung war ganz klar. Wir haben gesehen, wir müssen Entscheidungen so vorbereiten, dass sie aus Sicht des Lenkungsausschusses wasserfest sind. Das heißt, es darf keine Risiken mehr geben, dass irgendjemand für Entscheidungen in dieser Art und Weise bestraft werden kann. Das heißt, in diesem Fall haben wir es geschafft, eine Entscheidungsvorlage dem Lenkungsausschuss zu geben, wo er ja, mit größtmöglicher Sicherheit, mit Unterstützung der vorstandsnahen Person bereits in der Lage war zu sagen, ja, wenn der vorstandsnahe Person schon sagt, das ist die beste Lösung und wir sehen natürlich auch diesen Stuhl als den besten Stuhl an, dann nehmen wir den Stuhl auch. Natürlich kostet er etwas mehr, aber das werden wir in dem Projektrahmen gut vertreten können. Das Ergebnis. Was ist am Ende passiert? Bedingt, dass dann langsam die Entscheidungen, die man benötigt hat, kamen, war es auch möglich, wie gesagt, es gab noch mehr Symptome außer diesen drei, die Sie jetzt kennengelernt haben, war es möglich, das Projektumfeld, gerade das Umfeld, was das Projektteam so immer enger gefasst hat, aufzulösen. Das heißt, es gab Entscheidungen, es gab eine klare Richtung, das Projektteam konnte wieder sehr konzentriert, fokussiert die verschiedenen Schritte, die man festgelegt hatte, durchgehen. Das heißt, die Frustration, die so langsam aufgestiegen ist in den Projektteammitgliedern, das konnte alles gelöscht werden und das war dann auch der Grund, warum man zugegebenermaßen, man musste Zeit einholen, natürlich unter recht hohem Zeitdruck, aber sehr, sehr gute Ergebnisse liefern konnte und sie haben es geschafft. Ich hoffe, das Beispiel hat Ihnen ein paar Ideen geliefert, was möglich ist, was man machen kann. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. Sind Sie neugierig auf mehr? Haben Sie Fragen, Anregungen? Interessiert an Tipps und natürlich an weiteren Praxisbeispielen? Dann besuchen Sie meinen Blog, meine Webseite http://drmartinmoss.com oder auch, wenn Sie Podcasts anhören wollen, die Beispiele gibt es auch als Podcasts unter www.drmartinmoss.com. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihren Projekten. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Martin Moss.